Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 13. Wir sind mit der Lightning, dem Snow und der Vinyl unterwegs. Wir können alles jetzt frei wechseln und frei bestimmen. Sind auf der dritten CD im Kapitel 10, glaube ich. So, hier dürfen wir speichern. Das machen wir gerade auch schnell. Und Kapitel 10, genau. Das Arkanenresidium. Und da haben wir Schnecken. Mal wieder ein paar Schnecken. Sehen natürlich witzig aus, die Schnecken. Mit der Blume auf dem Kopf. So, und wir haben einen Präventivschlag gelandet. Ich werde auch gleich Beben einsetzen, oder? Ich weiß es noch nicht. Nö, die kriegen wir so klein. Aber sowas von. So, 5 Sterne, 320 Kristallpunkte und Dreckschmiere. Brauchen wir natürlich. Da hinten ist Pudding. Grün leuchtender Pudding. Haben wir hier noch eine Schatzkugel? Hä? Pudding! Ich bin auch unschlüssig, wo wir lang gehen. Erstmal gucke ich hier hinten, was da noch ist. Haben wir da vielleicht noch ein Kügelchen? Ja, da hinten ist eine Kugel. Die wollen wir natürlich nicht liegen lassen. Und komm schon, Präventivschlag? Nein, natürlich nicht. Schade. Erstmal die Schnecken hier wegkriegen. Und ein bisschen auf heilen gehen. So, komm schon. Und tschüss. Ach, das war schon auch gut. So, das gibt zwar nur 3 Sterne und 396 Kristallpunkte, Dreckschmierger und Schwabbelschleim. Naja, aber dafür eine Kugel. Mit mal garantiert noch mehr Schwabbelschleim. Oh, das war was, und das war ein schönes Amulett, das nehmen wir natürlich gerne mit. So, und in welchen Gang gehen wir jetzt? In den rechten oder in den linken? So, da scheint eine Tür zu sein oder so. Also gehe ich erst da rein. Vielleicht haben wir da noch eine Kugel. Aber mir scheint nicht so. Aber auf der anderen Seite ist eine Kugel. Okay, alles klar. Hallo Freunde, so. Warum sie das nicht einfach mit einem Rundumschlag macht, ne? Und tschüss. Das gibt 5 Sterne, 384 Kristallpunkte, Dreckschmiere und Duftöl. Nehmen wir natürlich alles sehr gerne mit.
So, hier hoffe ich auch auf einen Präventivschlag. Ah. Ah, Mist, das kannst du voll vergessen. Das kannst du wohl voll vergessen. Aber Meta-Fertigkeiten haben wir voll, also werde ich trotzdem einmal Beben machen. Einfach nur mal was können. Boah, und wir brauchen einen Heiler ganz dringend. So, und jetzt erstmal die Kleinen ausschalten. Boah, was ist das denn für einer? Oh, unsere Phönixfedern gehen uns langsam aus. So, Snow hat's auch erledigt. Aber ich will ungern noch eine Phönixfeder aus verballern dafür. Ah, aber Vinyl kann ja Engel. Oh, 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 nein, nein. Du sagst es, Lightning. Einfach nur, nee. So ein Mist. Und da müssen wir lang. Die sind auch sofort aufmerksam auf mich. Und ich habe nicht mehr so die megamäßigen Sachen, um da jetzt reinzulaufen. Will ich eigentlich mir auch noch sparen. Bei dem FalC, da könnte man ja eine Ausnahme machen. Aber die sehen mich sofort, ne? Na, ah, Mist, das war kurz vor knapp vor dem Präventivschlag. Na gut, erst die Kleinen. Und wir gehen auf Heiler. Kennen wir die schon? Keine Besonderheiten, kennen wir schon. So, die Kleinen haben wir ausgeschaltet. Die kennen wir auch schon. Naja, es geht. Wir brauchen Heilung, Vinyl. Ach, schade. Und tschüss. So, Vinyl hat den letzten Schlag gemacht. Das gibt 4 Sterne und 562 Kristallpunkte, Dreckschmiere und Schwabbelschleim. So, den nehmen wir natürlich auch mit. Okay, wir können da lang. Aber erst da lang. Hä? Und weiter? Ich sehe nicht. Ach, da hoch. Okay. So, hops, hops, hops. Und jetzt holen wir uns die Truhe da hinten. Boah, das sind viele. Präventivschlag, bitte machen Präventivschlag. Ja, Präventivschlag, ich werde auch gleich Beben einsetzen und dann sind die alle weg.
Oder doch nicht? Ach, ich spare mir die Meta-Fertigkeit. Wir kriegen die mit Umschlag bestimmt sehr schnell fertig. Zack. Zack. Und tschüss. Sag ich doch. Das gibt wieder 5 Sterne und 640 Kristallpunkte, Duftöl und Dreckschmiere. Und wir können uns diese Kugel hier schnappen. Wunschsalbe. Ah ja. So, und wir machen uns weiter auf dem Weg. Angeblich ist das ja hier ein Zentrum auch, um unsere Kräfte zu testen und zu formen, um aus uns stärkere Waffen zu machen. In den Augen der Falsi sind wir ja nur Werkzeuge. Er sieht uns nicht. So, haben wir jetzt einen Präventivschlag? Nein, warum nicht? Das ist doch gemein. Schon erledigt und der wird auf einmal riesengroß, ja klar. So, den müssen wir in Schock kriegen, sonst kriegen wir den nicht klein. Wir wissen auch noch gar nichts über den. Metafertigkeiten, Analyse. So, absorbiert Wasser, halbiert und aber Schwäche gegen Feuer. Also ist es eher sinnvoller als Verheerer drauf zu gehen. Und zwar als voller Verheerer. Und noch ein bisschen heilen. Vinyl, heil dich. So, ab in den Schock mit dir. Aber das ist immer noch halbiert. Ich glaube, wir sind im Verheer. Ach, wir können ihn hochschlagen. Schön. So, wir lassen Vinyl jetzt mal gerade wegen den Königsfedern. Den kriegen wir jetzt auch ohne Vinyl klein. Die möchte ich mir doch noch ein bisschen sparen. Und tschüss, du Schwabbelpudding. So, dafür gibt es keine Sterne, 306 Kristallpunkte und keine Gegenstände, weil wir so schlecht sind. Nein, Scherz. So schlecht sind wir ja gar nicht. So. Okay, und weiter geht's. Kann ich nicht da runter? Ich kann nur da lang. So, haben wir hier noch eine Schatzkugel? Haben wir natürlich. Was war das? So, ich meine, ich habe bei manchen jetzt auch noch einen Accessoire-Slot. Da, der hob der zum Beispiel einen. Was haben wir denn hier? Regenbogenkette. Was macht die denn? Was?
Zanim... Boah, keine Ahnung. Ist eine Resistenz auf jeden Fall. Magieschaden. Nee. Fossil. TP-Verlust verführt einmalig zur Enna aus. Enna, was ist Enna? Ist das jetzt Engel oder was? Elemente-Resistenz, Naturreif, ah. Der ist gut. Den setzen wir mal da drauf. Heldenamulett. Komm, wir arbeiten mit Saas auch im Brecher und im Verheerer, deswegen geht das ja eigentlich ganz gut. Probieren wir mal bei Fang das Amulett aus und dann geht's auch schon weiter. Beziehungsweise, da vorne dürfen wir speichern. Da haben wir nichts. Und ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Migidi, macht's gut. Ciao.